Gelungen ist heute ein Laserexperiment mit der US-Raumfähre Discovery. Ein erster derartiger Versuch im Rahmen der sogenannten Strategischen Verteidigungsinitiative, SDI, war am Mittwoch fehlgeschlagen. Für das SDI-Programm hat heute das Repräsentantenhaus 2,5 Milliarden Dollar bewilligt. NASA und Pentagon sprechen von einem vollen Erfolg. Und der erste gelungene Test zur Entwicklung zukünftiger Laser-Weltraumwaffen soll möglicherweise schon morgen wiederholt werden. Von der Hawaii-Insel Maui aus wurde der harmlose Laserstrahl auf einen 20 cm großen Spiegel an der Discovery gerichtet und von dort wieder zurückgestrahlt. Getestet werden sollte, inwieweit ein Objekt im Weltraum verfolgt werden kann und wie viel Energie dabei verloren geht. Astronaut John Creighton beschrieb den Laserstrahl als bläulich-grün. Bilder von der Discovery von der NASA mit Tschaikowski-Musik unterlegt. Eine spektakuläre Lasershow, schwärmte Flugdirektor Larry Bourgeois in Houston. Ähnlich wie in diesem SDI-Experiment könnten nach Vorstellungen der US-Militärs in Zukunft feindliche Raketen und Sprengköpfe im Anflug zerstört werden. Die gewaltigen Laserstrahlen sollen dann über riesige im Weltraum stationierte Spiegel weitergeleitet werden. Der Testerfolg kam den SDI-Befürwortern sehr gelegen. Den Kritikern von Star Wars sollte damit bewiesen werden, dass das SDI-Projekt technisch machbar ist. Und das amerikanische Repräsentantenhaus bewilligte heute prompt Forschungsmittel.